Freunde, was geht ab? Mein Name ist Ruth. Das hier ist eine neue Folge von Was los? Freunde, das ist eine Spezialausgabe. Ihr wisst, jeden Mittwoch gibt's was los. Heute an einem Sonntag, Alter, wo ich eigentlich gerne schlafen würde und eventuell mir die Wiederholung des Castings von DSDS reinziehen würde. Einzig und allein wegen der Moderatorin Mieze, weil die so aussieht wie ein Geist aus der Geisterbahn, die auf zu viel Crack die Augen nicht mehr zukriegt. Alter, was ist das? Das schlechteste Jury ever, Alter. Ich meine, gut, K1 kann man nicht ernst nehmen, der macht seinen funny Shit. Dieter Bohlen ist irgendwie der Liebste geworden da und die beiden Schreckschrauben da, inklusive diese Mieze, Alter. Was ist das, Alter? Schlechteste Jury of all time bei DSDS, was nicht implizieren soll, dass ich mir den Scheiß normalerweise reinziehen würde, aber nein. Sonntags aufstehen, Milch trinken und den Kack gucken ist ganz funny. Okay, Freunde, ich will euch nicht lange aufhalten. Wir kommen zu Sachen, was gestern passiert ist. Ihr habt es ja mitgekriegt, Banger Channel hat es gebracht. Farid Bang, Kollege, haben Konzert gestürmt. Gestürmt, so. Okay, jetzt Tatsachen von mir. Erstens, warum war ich da? Pass auf, folgendes. La Classe Jam. Ihr kennt das. Gab es eine Tour von. Die waren überall am Start. Hier und da ein paar Städte. Ich bin ein bisschen wirklich müde, ihr hört es an meiner Stimme, ich bin wirklich, wirklich im Arsch. Ich weiß, ihr kennt mich, ich sag das immer, aber ich bin heute wirklich im Arsch. Ich bin sogar im Hip-Hop.de Office, wie ihr seht, im Büro, in der Küche und hab mir gerade einen Kaffee gepfiffen. Ich bin noch niemals zu Hause angekommen, ohne Scheiß. Halb Rap Deutschland hat mich gestern Nacht angerufen oder angewhatsappt. Bruder, was ist da los? Bruder, hast du was damit zu tun? Bruder, hast du auch jemanden gehauen? Nein, Spaß. Aber, Freunde, es ist viel passiert, deswegen kurz. Okay, ich mach's kurz. Ich versuch's, ihr wisst, ich kann nicht kurz. La Classe Jam, Leute, haben eine Jam gemacht, haben bunten Haufen zusammengewürfelt. Azad, Animus, Zilla, DCVDNS, ne? Alles coole Action. Und wir haben von Hip-Hop.de mit denen eine kleine Koop gemacht und so weiter. Der Erich war da, hat Interviews gemacht, schon in Frankfurt, in neuen Batsch Club. Ausverkauft, geiles Ding, Alter. Dann haben die Leute von La Classe Jam den Erich gefragt, ob der Roos, das bin ich, Bock hat in Köln das Ding zu moderieren. Ja, die haben gesagt, die feiern meine Art, meine Videos, bla bla bla, ob ich Bock hätte, da hinzukommen und die Leute anzusagen, ein bisschen funny und so, ja. Es hat mich sehr gefreut, natürlich, dass sie meine Arbeit schätzen. Danke nochmal, Jamal, Alter, und Annika, schöne Grüße und viel Erfolg weiterhin. Ihr seid cool. Auf jeden Fall, so deswegen war ich da. Und dann habe ich gesagt, ey, Erich, Alter, wenn ich schon einfahre, lass mal diese Was-los-Spezial machen, weil es sind viele coole Rapper da. Inklusive natürlich, ihr wisst, Kindheitstraum, Azad, A-Z, B-O, ihr wisst, B-O-Z, Alter, okay, B-O-Z-Z-Z-Z. Was noch cool ist, also an dieser Stelle will ich nochmal sagen, es hieß am Anfang, wir würden kein Interview kriegen, weil Azad hat keinen Bock, Azad macht dies, Azad. Dann hat Azad mich gesehen und hat mir gesagt, dass er ein großer Was-Los-Fan ist und hat mit mir eine Was-Los-Folge gemacht. Die, Freunde, kommt in den nächsten Tagen, ich schneide die. Das ist jetzt mal nur dazu, weil viele fragen, wann kommt die Azad-Folge. Ich habe Azad wirklich dazu bekommen, er hat ein Was-Los mit mir gemacht, er hat mir gesagt, dass er ein großer Was-Los-Fan ist. Das hört sich jetzt an wie Eigenlob, aber das geht runter wie Öl, Freunde. Er ist ein Frosch, ganz ohne Scheiß. Freunde, Spaß beiseite, kurz hier ein bisschen ernst. Und zwar habe ich den Scheiß also moderiert. Es hat viel Spaß gemacht. Viele Leute waren da. Hinten Backstage war voll geil. Gechillt, paar Was-Los-Sänger gedreht. Basmati Reis haben die besorgt. Zilla war da. Ich habe mit Zilla lange gelabert. Ich habe mit ihm ein Was-Los gemacht. Ja, nee, ein bisschen Interview und so. Mit Mo Trip natürlich. Mo, Alter, schöne Grüße. Ja, Moos Bruder war da, Elmo und Joker war da, wer war das noch da? Sorry, ich will niemanden vergessen. Ja, zum Beispiel plötzlich tauchte auch Echo Fresh auf, so hat mit Mo Trip so einen Special Track gemacht, weil die haben ja diese Tour demnächst. German Dream, ihr wisst, Ado, Echo Fresh, Synergy, Mo Trip zusammen alle auf Tour. Dann haben die ihren Tour-Track gerade gemacht und so, das war richtig geil. Ich muss sagen, als Echo kam, war nochmal die Bude richtig am Start. Normal Köln ist ja auch so, seine Heimatgeschichte und so. Und dann hat der Echo sich das nicht nehmen lassen, wenn er schon am Start ist, dass er auch mit A to the ZAD da am Start geht, gegen den Gnome, ihr wisst. Und ja, jetzt nochmal zu der Action, Farid Bang, dies, das. Ich habe viel gelesen, was Leute schreiben, dies, das. Kurz für alle, die es nicht mitbekommen haben,
Farid Kollega sind aufgetaucht einfach und sind einfach auf Bühne, haben sich das Mic geschnappt und haben einen Track performt. Das konntet ihr auf dem Banger Channel, könnt ihr das auf jeden Fall nochmal komplett sehen. Alles eigentlich, mehr kann man dazu eigentlich gar nicht sagen. So war's. Keiner wurde gehauen, keiner hat kassiert, keiner hat Schläge bekommen, keiner sah irgendwie so übertrieben scheiße aus. Die kamen, sahen, haben mir einen Track gemacht, Ding, und das Ganze hat vielleicht 20 Minuten gedauert, ja. Kommen, reden, Mic, Bühne, Track, alle Rapper machen Fotos, alle Fans machen Fotos, twittern, mittern, dies, das, was. Dann waren die weg. So, das war so ziemlich das Ganze so. Schick für euch, oder? Habt ihr Bock? Ey, yo, ich komm mit Mercedes, bitch. Bitte rede nicht. Ich hab nicht nur Rolex, weil ich wissen will, wie ich bin. Ich verlass die Bühne heute mit großem Applaus und lass den Dicke raushängen, als wär mein Hosenstall auf. Die Patrone im Lauf, ein Glock, ein Schuss. Hinter blauen Augen verbirgt sich ein Jochbeinbruch. Ey, mach auf Gangster, mach ruhig auf Flugbahn. Doch echte Gangster hängen nicht mit Jimmy Blue an. Dorin will Feature, doch ich will einen Blowjob. Wie arbeitslose Trompetenspieler, Politin Beamer, Cocaine und Chivas. Und nächstes Jahr auch noch der Moment vom Beamer. Oh, Senorita, ich weiß, dass du Muckis siehst. Doch wir beide nicht, weil man sieht. Flieg deine Gucci Jeans, wir kommen in den Wuschel Sweater, ich hoffe dich. Strich, strich, wir flicken deine Mund. Alle, sie kassieren Hartz IV, doch fahren Lambo. Und werden nach zwei Bierflaschen zu Rambo. Oder wie wir nach einem Gramm Coke, Stirnacke, Kommando, Stirnacke, Kommando! Hey. Es freut uns hier zu sein, ich wünsche euch noch viel Erfolg mit den weiteren Acts. Also nochmal ganz kurz zum Ablauf, damit ihr euch das ungefähr vorstellen könnt, ja. Die Jungs sind da hingekommen, die ganzen Rapper, Zilla, Motrip und so weiter, Joker und so. Dann sind die Soundcheck, die haben die Mics gecheckt, dann habe ich mit denen Interviews geführt, hier und da gequatscht, bisschen Larry gemacht, ihr wisst. Und dann sind die alle in ihre Hotels und sind dann erst später aufgetaucht, wann ihre Auftritte sind und so. Und halt, ihr wisst ja, wie das ist. Dann kommen die, essen was, chillen und kommen dann manchmal kurz vorm Auftritt. Dadurch aber, dass wir vom Timing her, wir haben ein Timetable gehabt, irgendwie um 18:30 Uhr. Ich habe das Timetable ja auf Roos World, Facebook Roos World, könnt ihr ja drauf gehen, habe ich das Timetable ja noch gepostet, wer wann auftritt. Haben wir das Timetable etwas nach hinten verschoben, weil einfach, weil wir waren eine riesen Schlange, wir haben noch Leute reingelassen, dann haben wir mit dem Veranstalter geredet, haben gesagt, ey, weißt du was, komm, ich gehe auf die Bühne, mache mit den Leuten ein kleines Battle, so, die Leute können rappen gegen mich oder gegeneinander und so, wir haben ein bisschen Spaß gemacht. Und heizen die Leute an und verschieben das Konzert ein kleines bisschen nach hinten, so dreiviertel Stunde so mäßig. Ich war vom Gefühl jetzt, sage ich das nur, weil es hat sich gezogen. Und das war cool. Ich denke deswegen, das schätze ich jetzt nur, dass Farid und so, die wollten wahrscheinlich Zilla treffen, sind aber dann gekommen, wo nicht gerade Zilla war. Vielleicht deswegen, also das ist jetzt in meinem Kopf so. Ansonsten denke ich mal, ja, Zilla war im Hotel. Dann ist er gar nicht mehr gekommen. Ich gehe davon aus, dass ihm jemand Bescheid gesagt hat, yo, die Jungs sind hier, und der sich gedacht hat, ja, warum soll ich jetzt da hingehen? So, ja, spare ich mir den Stress. Denke ich mal so. Ich stecke nicht in seiner Haut. Ich habe leider auch noch nicht mit ihm telefonieren können, bis jetzt noch nicht und so weiter. Deswegen habe ich jetzt kein exklusives Statement oder so. Vielleicht in den nächsten Tagen werde ich das kriegen. Dann kann ich es euch weitergeben. Ansonsten, ja, also Freunde, wie gesagt, ich habe Zilla vor ein paar Jahren mal kennengelernt. Wir waren auf einem Videodreh von PA Zeitmaschine. Ich habe mit ihm kurz vor der Aktion länger gequatscht. Wir haben was zusammen gefressen. Wir haben über Training gequatscht. Wir haben über die Beef-Sache, wir haben über Flair geredet, dies, das, macht. Also es ist hier null so. Natürlich kenne ich Farid länger. Ich kenne normal, wir kommen aus einer Ecke und so. Diese Jungs mit ihm sind und so. Ich kenne die natürlich alle und so. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich parteiisch groß bin jetzt, was das Business angeht, weil ich verstehe auch Zillas Seite und so, versuche mich da so ein bisschen neutral zu verhalten, soweit es geht. Deswegen, Freunde, das ist der Punkt, so war die Situation. Habe ich jetzt eigentlich alles ausgewählt? Also ja, dann sind Zilla nicht gekommen, die Jungs haben Auftritt gemacht, das habe ich schon erzählt, dann sind die gegangen. Und ja, dann haben wir, genau, also das, was ich euch noch sage, ja, dann war auch kurz war auch die Rede davon, das ganze Ding abzusagen,
jemand hat von Polizei geredet und lalala, aber das war alles dann doch nicht so. Es war halt viel Heckmeck. Aber das war einfach alles dann doch gechillt. Ich bin dann auf die Bühne gegangen und habe gesagt, ja, yo, ich habe versucht, so ein bisschen der Klebstoff zu sein in der Masse. Habe ein kleines bisschen versucht, die Leute alle wieder zusammenzubringen, alle wieder ein bisschen gechillter zu machen. Und als Farid Kolle und so abgehauen sind, da war hinten im Backstage auch wieder locker. Keiner hat jetzt auch groß so, die sind weg endlich oder so. Nein, eigentlich, ehrlich, das war, irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, sag mal, gehörte das zur Show irgendwie so, weil keiner hat so groß gemacht, hey, was war da los? Keine Ahnung, alles war etwas ruhig, hat sich so total beruhigt. Dann habe ich mit dem Veranstalter gequatscht. Da war auch kurz mal das Gespräch darüber, ey, sollte man das ganze Ding jetzt abblasen oder so. Da habe ich gesagt, ja, ich weiß nicht, dass die Fans waren nicht enttäuscht. Für die war das, für euch, jetzt, die ihr das guckt, ihr seid ja quasi da auch dabei gewesen. Also wenn ich da jetzt als Fan wäre, dann hätte ich das ja mehr als Highlight empfunden. Boah, Farid Bang, Kollege, also ist doch cool eigentlich. Also nicht, dass sie das jetzt gemacht haben, ist cool. Jeden Tag ein Konzert stürmen. Aber ich meine, ich habe dem Veranstalter auch gesagt, gechillt sein, lass uns versuchen. Ja, dann bin ich auf die Bühne, habe gesagt, hier, was geht ab? Das war Kolle, das war Fall, cool, Leute haben applaudiert. Zwischendurch haben sie Leute auch nach Silla gerufen. Also war jetzt nicht so, dass die Fans gesagt haben, ja Mann, so, Kollege Farid sind der Shit, Silla ist ein Opfer, so war das auch nicht. Und auch nicht umgekehrt, Mann. Da waren Leute mit Maskulin-Shirts, die haben Farid gefeiert, die konnten den Text. Trotzdem haben die gesagt, auch später bei Autogrammen und Fotos und so, ey, Bro, ist Silla hinten, gibt er uns ein Autogramm, so. Also es ist irgendwie so, dass die Fans locker sind irgendwie, was das angeht. Und dann habe ich Motrip angesagt. Oder ich glaube, danach war erstmal am DCVDNS. Die Leute haben erstmal ganz krass auf Ich bin ein Mercedes gefeiert. Das ist mein Mercedes. Wie heißt der Track nochmal von dem? Mein Mercedes. Haben da voll abgefeiert, Alter. Nochmal schöne Grüße an DCV, Alter. Der Coole von der neuen Schule. Alter, du bist der coolste Sau, Alter. Ich feiere dich. Ich feiere einfach deine stumpfe Psycho-Art. Der war bei der ganzen Action auch zum Beispiel dabei. Ich glaube, der hat gegessen, Alter. Ich weiß nicht. Der war so. Kann ich noch eine Red Bull haben? So mäßig, aber da waren auch viele, die waren gechillt. Danach Motrip, alles zersägt, ganz normal. Dann kam auch Joker war da auf der Bühne und sowas. Also es war nicht jetzt hier so. Weiß ich nicht, Alter. Weil ich lese viel Kommentare. Ja, diesmal ist das. Man kann den Scheiß auch, weißt du, so das Ding war das jetzt auch nicht, Alter. Jetzt, man muss jetzt nicht 3 Wochen News darüber machen, weißt du? So meine ich jetzt. Natürlich war Action, aber so, komm, jetzt hier, ne? Ja, und dann kam Motrip, genau, und dann kam Azad auf die Bühne, Alter. Da war echt, da war Crowd am Rasten, Alter. AZ, Alter. Und Azad hat dann Echo Freeze auf die Bühne gebracht, so Special Style. Pah, die Leute sind ausgerastet. Also, Freunde, das Konzert an sich war ja überdimensional. Das war echt krass, Mann, Alter. Dann ist sogar mein Bruder auf die Bühne gekommen. Der war mit mir da hingekommen. Der wollte auch wirklich, der ist da hingekommen, um Azad zu sehen, so, weißt du. Ey, so krass ist dieser Typ. Ja, wie gesagt, die Folge kommt mit ihm noch. Ja, dann sind wir quasi alle auf die Bühne, Alter. Wir sind alle, wir sind echt normal, wir sind Fans. Normal. Die haben hinten noch viel diskutiert. Mein Bruder, die haben noch mit Azad viel diskutiert. MMA, dies, das, ob die einen Fight gegeneinander machen sollen oder so. Dazu später mehr. Ihr habt ja gesehen, der Kollege hat ja schon mittlerweile ein Statement rausgehauen, dass es auch nicht gegen den Rapper ging, der gerade aktuell auf der Bühne war, als sie da auf die Bühne kamen und so, sondern dass deren Aktion an Silla gerichtet war. Und deswegen, also keine Aufregung, was das angeht. Und ich meine, mehr, also der Kollege hat ja auf sein Facebook dieses Statement ja schon, eigentlich kann ich da fast nichts mehr zuzufügen, aber ich will was anderes sagen. Also das war jetzt die Sache, was jetzt passiert ist, aber jetzt kommen wir mal zu den Fakt, also motherfucking Fakt, Freunde, das ist Beef in Haus, im Moment ist 31er Beef, ey, wenn 31er nicht Jugendwort des Jahres wird, weiß ich auch nicht, Ende dieses Jahres werden bei uns Hip-Hop.de Awards wahrscheinlich wieder 2 Sachen sein. Jugendwort des Jahres wird 31er sein
wo auch die Hälfte gar nicht weiß, was das heißt. Wikipediaisiert das doch mal. Ey, und ich bin im Endeffekt allein. Das wird der Punch des Jahres sein. Freunde, okay, kurz zur Sache. Erstmal Statement von Roost, meine persönliche Meinung erstmal so. Hiphop.de mäßig waren wir natürlich vor Ort. Ich war mit Sven, unserem Kameramann, da und unseren Tonassi. Und wir haben das Ding gemacht, gedreht. Ich war ja auch noch als Moderator da. Das war natürlich, waren wir ein bisschen in der Bredouille. Wir haben ja die ganze Zeit Bilder gepostet, News gepickt und gepostet. Und als diese Fahrrad-Action war, Fahrrad-Kollege, dies, das, Bühne, haben wir uns überlegt, ja gut, sollen wir jetzt keine News darüber machen? Macht's ein anderer. Wir sind News, wir sind Ober, wir sind Ober the Top, wollte ich sagen. Ja, wir sind unparteiisch. Farid, Lars verstehen sich nicht. Ich mache mit Farid was los, ich mache mit Lars was los. Wir sind unparteiisch, Freunde. Ich kann verstehen, viele Kommentare, ja, ihr macht nur Beef. Ihr macht hier, da, dies. Ja, aber sollen wir die News nicht machen? Wolltet ihr das nicht wissen? So, okay, hätten wir es nicht gemacht. So, okay, hätten andere gemacht. Andere Magazine, die gar nicht vor Ort waren, dann hättet ihr auch nur die halbe Wahrheit mitbekommen. Wir waren vor Ort, so gut wie 90% Information konnten wir. Natürlich konnten wir nicht alles wissen, weil ich bin ja auch nicht hingegangen. So, Kollege Spitten. Ey, Kolle, warte mal ganz kurz. Immer Statement für Hip-Hop.de? So ist das ja auch nicht. Du kannst ja nur hören, erahnen. Natürlich grüßt du die Jungs, ich kenne die ja und so, dann, ey Bro, was geht hier ab so? So, aber die haben jetzt auch natürlich keinen Bock, so, ey Bro, komm, wir machen jetzt ein Was-Los-Spezial. Nein, aber natürlich haben wir eine News dann gemacht und auf die News kam natürlich extreme Reaktionen, so, halb Deutschland, wie gesagt, ruft mich an, ruft Erich an, ruft den an, was ist da los und so. Ja, eigentlich war jetzt nicht viel mehr los, als was ich schon gesagt habe. Natürlich, ich persönlich, ich meine, gut, worüber reden wir hier? Ich bin froh, dass das alles gewaltmäßig nicht eskaliert ist. Null Gewalt war da. Und auf der einen Seite so will ich das auch nicht so jetzt gutheißen, so verherrlichen. Bäh, geil, bäh, da sind die so gekommen und so. Weißt du, da bin ich zu alt für. Andererseits aber muss ich sagen, viele schreiben so, ja, was hat das mit Hip-Hop zu tun und so? Warum rufen die sich nicht an und regeln das? Ja, aus demselben Grund, warum wir nicht Rap-Musik im Keller machen. Rap-Musik verlangt Anerkennung. Mann, die machen Rap, weil die Anerkennung wollen. Die meisten haben doch angefangen zu rappen, weil die Frauen flachlegen wollten. Es geht um Anerkennung, später geht es um professionelles Money, es geht um Konzerte spielen, es geht um ein Zeichen setzen und bla. Und deswegen finde ich das jetzt nicht korrekt, dass sie es gemacht haben oder so. Das will ich nicht damit gesagt haben. Aber deswegen kann man nicht sowas so krass verteufeln. Das ist so Doppelmoral. Ihr schreibt, das ist so mies, warum machen die so? Das ist Doppelmoral, ja? Ihr könnt nicht das schlecht reden, weil ich habe das, ich sag euch, die meiste Scheiße, die von Hip-Hop hängen bleibt, ist am Ende des Tages auch irgendwo Beef. Weil Beef, Tupac und Biggie wären nicht das, was sie sind ohne Beef, ja? Ich will jetzt nicht sagen, dass deren Mucke nicht so auch schon geil war. Aber ihr versteht, was ich meine, ja? Ich bin neutral, was das angeht, sowieso. Wir sind Hip-Hop.de, ich kann mich da jetzt nicht auf eine Seite stellen. Ich habe auch kurz bevor das passiert ist, witzigerweise, eine überdimensional lange Zeit mit Zilla geredet. Ich saß, habe mit ihm gegessen, geredet, habe mit ihm auch was aufgenommen. Also ihr werdet in den nächsten Tagen was bekommen auch, was er sagt. Ich muss sagen, ja, weißt du, Zilla ist ein großer, starker Typ. Es steht dem kleinen Rose nicht zu, Mitleid mit ihm zu haben. Ne, das ist ein schlechtes Wort vielleicht für die Beschreibung, aber kleines bisschen mitleidig seine Situation. Weil ich finde, das ist ein guter Rapper, der hat eine geile Stimme, der hat mir schon immer gefallen. Der kommt aber irgendwie aus einer falschen Ecke so, weißt du, so diese ganze Beef-Scheiße, die auf Flair geht, prallt jetzt an ihm ab und ich habe das Gefühl, ne, dass er das ausbaden muss, gerade so ein kleines bisschen, wobei, ja gut, ich weiß nicht so genau. Ohne Scheiß, klingt jetzt vielleicht ein bisschen utopisch, vielleicht lang, richtig weit hergeholt, aber wenn irgendwann Gras über die Scheiße gewachsen ist, wenn ein Zilla, ne, gute Labelverhältnisse hätte, was er ja wirklich nicht hat, er hat es einfach nicht, die ganze Zeit nicht. Bei Maskulin ist Ärger am Start. Mann, wie viele Leute sind noch bei Maskulin? Flair hat dieses ganze 31er-Ding-Problem. Komme ich gleich nochmal kurz zu sprechen. Würde ein Zilla utopisch, theoretisch, jetzt wirklich Einstein, Quantenphysik, Theorie jetzt nur, aber würde er bei Banger-Musik signen, ja, da wäre das der überdimensionale, der wäre der,
der wird der überdimensional als Rapper so. Der hätte ein gutes Label so, die würden zu ihm passen, von diesem Style her. Und ja, oder vergiss jetzt vielleicht Banger Musik, kann auch ein anderes Label sagen. Gute Label, wo gute Leute sind, die stimmlich und auch vom Rap-Style zu ihm passen. Der wäre der Übertyp. Leider, ich kann mir nicht vorstellen, also ich kann mir das nicht vorstellen, dass nichts wäre, würde mit ihm, wenn er ein gutes Label hätte, gute Strukturen hätte und nicht immer in so komische Beefs reinkommt. Ich kann aber natürlich voll verstehen, was der Kollege sagt. Das stimmt, was er schreibt, muss ich sagen. Ich habe mir das angeguckt, schon länger. Der hat wirklich bei Mixery sich entschuldigt für die Mutterbeleidigungen in Richtung Zilla. Habe ich ihn hoch angerechnet. Dann aber, ich kann das jetzt nicht 100% nachfolgen, wer wieder zuerst angefangen hat zu sticheln. Und wie der Kollege das sagt, ich kann natürlich nur das sagen, was er sagt. Ich weiß es nicht vor Ort. Wie gesagt, es war nicht gewalttätig. Es war jetzt auch nicht ganz Rap Deutschland redet darüber. Alle denken so, die kamen so einmarschiert, so wie Soldaten. So war das halt auch nicht, Mann. Die sind gekommen, dies, das, geklärt an der Tür, ja, wir kommen jetzt rein, so. Dann dies, Maß, Bühne, Rap, unser Album kommt und jetzt so ein bisschen natürlich provokant, es geht nicht mehr, natürlich. Wollen wir nochmal ganz kurz, bevor hier die Was-Nur-Sendung zu groß wird, Freunde, es ist Sonntag, ihr wollt auch schlafen. Freunde, diese Flair-Sache, ja, ich will auch nochmal kurz sagen, jetzt wo wir schon bei diesem ganzen Beef-Meef-Scheiß sind. Ey, Freunde, Flair ist einer der wenigen Rapper, ihr kennt mich, immer wenn ich was losmache mit Freunden von mir aus der Rap-Szene, ich mache es ja eh fast nur mit Leuten, die ich kenne, weil das ist dann für euch interessanter, weil ich dann mit denen eine Story habe und was auspacken kann und so. Aber Flair ist mit der einzige, ich kenne ein, zwei Anekdoten, wo ich auch da war und so, aber das ist so der einzige, wo ich jetzt nicht die Nummer habe und mit dem so, also yo Bro, telefoniere. Kein Kontakt, einfach keine Ahnung. Ich meine, gut, gibt natürlich ein, zwei Rapper so. Das ist einfach durch die Entfernung, ne? Jetzt nichts Persönliches. Deswegen kann ich dazu nichts sagen. Diese 31, er hat das gemacht, er hat das. Ich kann nur das sagen, was ich höre und bla, und das ist natürlich auch viel Gerüchteküche. Was ich aber sagen kann, ist, vor ein paar Tagen ist MC Boogie Atzen Keeper Boogie. Kennt ihr Atzen Keeper aus Berlin? Ein Diss-Track hat er gemacht gegen Flair, was für mich echt überraschend war, Alter. Das war so überraschend, wie Chinesen haben den Mars erreicht, weil. Überleg mal, Atzen Boogie mag jetzt nicht der krasseste Überrapper sein, okay. Aber das ist, das kann ich euch sagen, Freunde, einer der realsten im Game so. Der ist real, der ist wirklich ein echter Kerl. So. Das ist, der ist so Straßemann, Alter, der Asphalt fragt nach ihm, wenn die einen Belager brauchen. So, weißt du, jetzt, um jetzt mal metaphorisch hier an einem Sonntag zu glänzen. Ich bin so behindert, ich weiß, das war jetzt voll schlecht. Vergiss das, Freunde. Auf jeden Fall, nein, ehrlich, der ist ein ehrlicher Kerl, du redest einmal mit dem, du weißt, das ist ein ehrlicher Hort, so. Das ist keiner, der Beef braucht für sein Album. Der hat einen Diss-Track gemacht gegen Flair, wo er sagt, ich kann meinen Mund nicht mehr halten, du bist ein dies, ein das. Ey, dann denke ich mir so, okay, ich weiß nicht wirklich, was da los ist, aber wenn er schon, also wenn der schon was dazu sagt, dann muss, so, weißt du, so habe ich gedacht. Dann komme ich nach Hause, mach Facebook so, auf einmal sehe ich, krass, Animus hat Anzeige gemacht wegen Vertragsverletzung. Dann, Flair hat das gepostet von wegen, du sagst, ich wäre 31er, aber du machst Anzeige. Dann, so, dann wird 31er plötzlich mit einer Anzeige verglichen, so, ah, okay, schnell bei Google nachschlagen, ist eine Anzeige ein 31er? Nein, ah, okay. Dann wird das mit das verglichen, dann beschuldigt der den nicht loyal zu sein und der maskulin beschuldigt den zu viel Serotonin zu pumpen. Keine Ahnung, Freunde, keine Ahnung. Was ich nur weiß, was ihr nur wisst, was man sieht, ist, maskulin schrumpft, Alter. Liebling, ich habe das Label geschrumpft mäßig. Flair ist noch da, Zilla ist noch da. Ich will eure Meinung hören zu dem ganzen Wirrwarr, den ich hier gequatscht habe. Freunde, was sagt ihr zu der Aktion von Kollega und Farid? Was sagt ihr insgesamt zu der Beef-Situation von Flair? Sollte man sagen, komm, Alter, wir machen ein neues Label auf, maskulin hat keinen Sinn mehr. Oder sagt ihr, nein, jetzt erst recht, Rücken, Wand ist Rücken, Rücken zu Wand, irgendwie sowas. Oder sagt ihr, Roos, du bist so ein Frosch, Alter, du bist zu müde, du solltest dich ins Bett legen und hau uns die Azad-Was-Los-Spezialfolge raus, von der du schon träumst, seit du 16 bist. Freunde, ein Satz noch, es hat mich gefreut,
dass Kollege ein schönes Statement gemacht hat, um da mal auch klarzustellen, dass das nicht asoziale Penner sind. Ich meine, sind ja sowieso nicht. Das ist ja auch alles ein bisschen Spaß, auch alles Film. Aber eine Sache hat mich gefreut. Der Farid schreibt, ich lese das kurz vor, er würde sich freuen, wenn Kolle und der Boss BOZZ Azad sich vertragen würden. Nachdem dann hat wohl Azad, das habe ich jetzt gerade in News gelesen, Azad wohl auch gesagt, cool. Also das Ganze hat ja wohl noch ein richtig gutes Ende, wie ich das sehe. Und ich würde mich wirklich auch freuen, wie ich das schon gesagt habe. Ey, Flair, mehr da, ma, okay. Aber Zilla, Alter, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Jungs mit denen nicht klarkommen würden. Alle miteinander, Azad, Farid. Ich weiß nicht, das ist ein cooler Typ, Mann. Der rappt gut. Wie gesagt, ich bin jetzt hier nicht in der Position, ich bin kein hier. Ich bin nicht Nelson Mandela, so schlagt euch die Köpfe ein, wenn ihr wollt. Mir ist egal. Sagt es nur mir, damit ich eine News schreiben kann. Spaß, Freunde, Spaß. Nein, aber ich finde Zilla cool und ich finde schade, dass komplett seine Musik darunter leidet. Da bin ich ein kleines bisschen parteiisch, weil ich seine Mucke so gut finde. Aber man muss auch sagen, alt genug die Jungs, die wissen, für was die sich da entscheiden. Und ja, Freunde, ich verabschiede mich mit einer 20-minütigen Was-Los-Säulung hier aus dem Mintrop-Platz, das alte Kraftwerkstudio Techno. Wir haben alle Hip-Hop erfunden, denn ihr wisst, das erste Hip-Hop-Sample von Afrika Bambaataa war ein Kraftwerk-Sample, was hier bei uns in der Nachbarschaft entstanden ist. Ich bin Roos, das hier ist hiphop.de. Abonniert den Kanal, Freunde. Mein Name ist One Take Sprechblase Roos. Frosch. Ja. Bushido, nächste was los? Ja, mach ich. Ja, Freunde, ich hab zu tun, wie ihr gesehen habt. Ich muss einen Remix machen für Rammstein. Ich bin weg, Freunde! Das hier ist einer der letzten übrig gebliebenen Soldaten von Maskulin. Wie geht's dir, Bro? Maskulin, Baby, Baby. Wie geht's dir, Bro? Alles klar? Ja, cool, ich hab dich ja ewig nicht mehr gesehen. Ja, Ewigkeiten. Letztes Mal haben wir uns gesehen. Von Essen zum Hauptbahnhof gefahren. Genau. PA Sports. Ja, Zeitmaschine. Erinnerst du dich noch? Die Zeitmaschine bräuchte ich jetzt auch, um mich zurückzuversetzen in die Zeit.